Sie alle kennen Bienenhonig und Bienenwachs, vielleicht auch Gelee Royal und Propolis, zwei weitere Bienenprodukte. Was ist das alles? Ist es wirklich gesund? Das erfahren Sie in diesem Video. Hallo zusammen! Seit Jahrtausenden schon nutzt der Mensch Bienen. Schon die alten Ägypter kannten die Imkerei. Das ist nicht verwunderlich, denn neben Honig und Wachs produzieren diese kleinen, fleißigen Insekten auch noch anderes, das für die menschliche Gesundheit nützlich sein kann. Gelee Royal und Propolis. Sehen wir uns die aus dem Blickwinkel der Medizin interessantesten Bienenprodukte an. Honig. Jeder kennt den charakteristisch süßen Geschmack von goldenem Honig und es ist eines meiner liebsten Naturheilmittel. Honig entsteht, wenn Bienen Pflanzennektar aufnehmen und ihn mit verschiedenen Enzymen umgewandelt und verdickt wieder abgeben und in den Kammern der Bienenwaben als Vorrat einlagern. Der Imker sammelt diesen Imkerhonig und gibt den Bienen stattdessen billiges Zuckerwasser. Das ist gemein, aber es schmeckt gut. Und der Honig ist auch für uns sehr wertvoll. Honig ist nicht nur ein großartiges, natürliches Süßungsmittel und eine gute Alternative zu weißem Zucker. Traditionell wird er bei Halsschmerzen und bei der Bekämpfung von Erkältungen eingesetzt. Meine Mutter zum Beispiel hat dazu einen Löffel Honig in einem Glas warmer Milch aufgelöst. Ich liebte es. Aber Vorsicht, essen Sie nicht zu viel Honig. Er enthält viel Zucker und das ist nicht nur schlecht für die Zähne. Oft wird berichtet, dass Honig auch hervorragend bei Verbrennungen wirken soll. Honig direkt auf leichte Brandwunden aufgetragen soll Blasenbildung verhindern und die Heilung beschleunigen. Gelee Royal. Als Gelee Royal bezeichnet man einen weißen, geleeartigen Futtersaft, der ein bestimmtes Gemisch aus den Drüsensekreten der Arbeiterinnen enthält. Während die Larven der Arbeiterbienen überwiegend Pollen und Honig erhalten, werden die Bienenlarven, die sich zu Königinnen entwickeln, ausschließlich mit Gelee Royal aufgezogen und erhalten dadurch einen enormen Wachstums- und Entwicklungsschub. Der Substanz werden zahlreiche positive Wirkungen nachgesagt, sodass viele Menschen Gelee Royal in Form von Nahrungsergänzungsmitteln zu sich nehmen. Allerdings ist der Geschmack von Gelee Royal für den Menschen nicht immer sehr angenehm. Meist wird Gelee Royal deswegen in Kapseln verabreicht. Propolis. Propolis stellen Bienen aus Harz her, das Bäume ausscheiden, um Schäden zu heilen und zu reparieren und um Infektionen vorzubeugen. Die Bienen sammeln und verarbeiten dieses Harz zu Propolis, um den Bienenstock damit auszukleiden und dort Schäden zu reparieren. Das ist für sie besonders nützlich, weil Propolis nicht nur Schäden repariert, sondern auch Viren, Bakterien und Pilzinfektionen aus dem Bienenstock fernhält. Tatsächlich enthält Propolis etwa 300 Inhaltsstoffe. Es ist reich an Polyphenolen und Flavonoiden, zwei Familien von Antioxidantien. Daneben enthält es Substanzen mit antimikrobiellen, antiviralen und pilzhemmenden Eigenschaften und das nutzen die Bienen für ihre Stockhygiene. Auch der Mensch nutzt Propolis zum Beispiel als Stärkungsmittel, vor allem aber für die Hygiene und Pflege im Hals- und Rachenraum. Green Propolis. Green Propolis ist übrigens ein ganz spezielles Propolis, das nur in Brasilien vorkommt und von den Bienen aus dem Harz einer Heilpflanze hergestellt wird, dem Feldrosmarin. Darauf ist die grüne Farbe dieses Propolis zurückzuführen. Grüner Propolis enthält auch Artepilin C, eine starke Phenolsäure, die im klassischen gelben oder braunen Propolis nicht enthalten ist. Und noch ein weiterer Vorteil von Green Propolis, während das natürliche Propolis ziemlich bitter und scharf schmeckt, ist die Einnahme von Kapseln eine einfache und bequeme Möglichkeit, alle Vorteile von Propolis von innen heraus zu genießen.